Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Wir haben genau da noch verdorbene Feldfrüchte vom letzten Mal. Problem ist, dass es, ne? Und jetzt ist weg. Vorher war es für einen Wildschwein oder sowas reserviert. Und wir haben es nicht wegbekommen. Ja, ist halt so. So, was haben wir denn ansonsten? Wir haben jetzt Hühner. Ein Huhn. Wir haben ja welche eingekauft, beziehungsweise eins. Wenn das unbenannt heißt, finde ich das nicht gut. Erster Name, der mir jetzt einfällt. Nein, der hat keinerlei Zusammenhang. Jochen. Pff, keine Ahnung. Mal gucken, ob er überlebt. Er sollte zumindest nicht mehr von Iltis, Wolf oder sonstigen angegriffen werden. Aber ja, das werden wir dann sehen. Wir haben sogar einen Bär hier. Da hinten. Es gibt keine Siedler, die nur. Ach, da braucht man 30. Ah, okay. So. Genau, wir haben ja hier oben ein bisschen was aufgebaut. Mal gucken, wie lange es dauert. So. Erde haben wir jetzt inzwischen genug. Die brauchen wir dann auch. Für, naja, später ist falsch gesagt. Möchte es eigentlich schon in nächster Zeit machen. Dreimal Forschungstisch haben wir. Über was habt ihr euch unterhalten, Alma? Als Freund, ja, hat ein schönes Bett. Über häufige Trunkenheit. Alma, ihr könnt gar nicht häufig betrunken sein. Wir haben nicht so viel Alkohol. Da. Ja, was natürlich eine Sache ist, wir brauchen weiter Holz, Holz, Holz. Brennen die jetzt alle hin? Ach, hier zum Holz. Gut, also wir haben grundsätzlich Holz. Wir müssen es nur transportieren und ja. Dafür brauchen wir natürlich Schafe oder Ziegen. Ich glaube, das war so, solange die nicht trainiert sind, kommt dann Nachwuchs, ne? Ich glaube, irgendwie so war das. So, Rotwild hatten wir auch versucht. Wow, 0%. Das ist ja toll, so. Steine und so weiter bekommen wir auch, ja. Also ich möchte jetzt bloß nochmal zusammenfassen, wo, auf welchem Stand wir sind. Wo sind wir hier eigentlich? Am Kartenrand. Ah, genau. Hier ist der Bauernhof. Normal schauen wir so. Hier ist der Bergbau und hier, genau, da ist die Hütte. Für alle, die jetzt das eingeschaltet haben, das ist die Starterhütte. Die bleibt nicht so. Zack, das könnt ihr ernten, das könnt ihr ernten. Na, alles, was irgendwie möglich ist, schon mal jetzt ernten. Denn der Sommer ist vorbei. Und na gut, wir haben Ressourcen. Wir müssen nur noch verkochen. Ach, und hier oben, das wird schon. Jo, wird langsam. Genau. Wenn man es gerade gesehen hat, hier ist ja jemand rumgelaufen. Da. Wer gern als seinen Namen mit im Spiel haben möchte, schreibt einfach in die Kommentare. Kommen wir hin. So, genau. Macht eigentlich Theobald da? Ah, er produziert. Aber eigentlich geht es da auch darum, dass wir
Gut, Nahrung wird produziert, also gekocht. Perfekt. Haben wir auch etwas Holz? Und Theobald zähmt ein Tier. Das kann ja nur schief gehen. Ach, das Tier hier. Das Schöne ist, das Tier ist untätig. Wow. Was soll das sonst sein? Achso, fliehen und so geht, glaube ich. Hey, Theobald, ne? Kriegst hin. Hat er nicht geschafft und dann gibt es Vergeltung. Welches Tier zähmt er jetzt? Er läuft jetzt nicht über die ganze... Doch, er läuft über die ganze Karte, um da... Naja. Im Stall was zu zähmen. So. Pilze züchten habe ich immer noch nichts gefunden. Also mache ich so wie immer, wie ich das immer gemacht habe. Nehme die großen weg, lasse aber die kleinen da. Manchmal wächst dann gleich daneben was. Ihr lieben Ziegen. Wie wär's mit Schnack Schnack? Wow, 7%. Genau, also Ziegen wäre die Chance, dass wir da jetzt Nachwuchs bekommen könnten. Ob es so wird, weiß ich nicht. Wird man sehen. So. Ah, genau, das haben wir jetzt auch fertig. Das sollte nur mal eine kleine Stadthütte werden, ne? Das wird immer größer. Achso, wir haben den Händler da. Wow. Also der redet schon die ganze Zeit und... Ja, da ist ein Händler da. Vielleicht können wir da noch was kaufen. Was uns dann voranbringen könnte. So. Kann der überhaupt was tragen? 40 Kilo? Ja. Nein, das Huhn verkaufe ich ihm nicht. Hund, nö. Das sind, glaube ich, mit Hund und so weiter brauchen wir noch lange nicht. Einfach für was? Wir müssen erstmal gucken, dass das bei uns läuft. So. Was hat der denn Schönes? Der hat Apfelbäume, Prita, Tyrol, Wachsamen, Gerste. Honigwein. Ach, wir können. Aha. Wir können ja den ganzen Müll andrehen. Kräuter haben wir selber, also das. Bisschen Kohlsamen, bisschen Karotte. Dann müssen wir schon gucken, wie wir das irgendwie bezahlen können. Zweiten ihm geben wäre natürlich nicht so. Prickelnd einfach, weil wir da relativ Flachsamen scheint nichts wert zu sein. Scroll, 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 scroll. Problem des Wollstoffes haben wir auch nicht viel, ne?
Tiere kriegt er nicht. Und jetzt ganz ehrlich, wir brauchen definitiv jemanden, der... Der Schmieden braucht ja nicht zwingend, ne? Jeffrey und... Henry. Ja, erstmal Henry. Die nur transportieren, wenn es geht. Das ist einfach eine Sache, wir müssen irgendwie gucken, dass das alles wegkommt. So, wer ist das hier eigentlich? Jeffrey. Jeffrey, wir haben es 22 Uhr. Man muss nur was sagen. Na, dann klappt das auch. Ich habe aber die Vermutung, der pennt innen drin ein. Lass mich raten, Jeffrey, ne? Ja. Das hier ist jetzt alles weg. Das ist doch perfekt. Karotten. Cool. Muss nur mal angepflanzt werden. Leiden ohne Kälte. Ja. Dürfen wir alle mit Hausmeister machen, weil bringt ja sonst nichts. Und tada. Der Sommer ist rum, wir haben nicht mehr so viel Lebensmittel. Was heißt nicht so viele Lebensmittel? Ich weiß nicht, ob das reicht für den Winter, aber mal gut. Mal schauen. Der Händler ist weg. Hier drin haben sie jetzt langsam was angepflanzt. Das natürlich gut. Genau. Füll mal den Brennstoff nach. Überall. Warum ist der Kadaver verboten? Nee, den wollen wir doch. Die Frage ist nur, wie viel bleibt davon über? Na, wir holen uns schnell den Kadaver, dann jo, haben wir noch ein bisschen Fleisch. Und Fleisch ist immer gut. Wow. Ich wollte gerade sagen, legt das auf. Nur 5 Meter weiter, dann kommt der Wolf da auch hin. Und hier drin. Das wächst langsam in diesem Versuch, ein Gewächshaus zu bauen. Aber es wächst. Oh. Doch relativ viel zu tun. Und nennt das mir da jetzt. Ja. Was ist hier los?
Also ganz ehrlich, so langsam scheinen unsere Baumfarmen doch zu funktionieren, also Holzfarmen. Einmal schneidet oder fällt die Bäume, Winnerick pflanzt, ja. Und Henry holt sich das Holz. Ja. Es funktioniert. Und das ist wichtig. So, was macht die? Es wird zumindest jetzt schon eine ganze Menge transportiert. Und das ist wichtig. Weil, habe ich jetzt letztes Mal schon gesagt, wir haben eigentlich genug. Es liegt nur überall rum. Schönes. Transportiert zum Lagerplatz. Ja, gerade das ist das, was wir nicht so brauchen. Aber na gut. Jetzt ist die Frage, wie geht's uns haben? Ja, den genannt Jochen. Ah, überlebt der? Oh nicht. Er hat genug Fressen da, er hat genug Schutz rundherum. Sollte es eigentlich gut gehen. Aber ich sag mal so, so sollten wir eigentlich, was den Winter angeht, relativ gut vorbereitet sein und können dann über die nächste Phase eingehen, dass wir schauen, wo bauen wir die Gebäude hin und vielleicht skizzieren wir ja auch schon manches. Denn hier sind ja teilweise schöne Gegenden dabei. Aber das Ganze machen wir nicht heute, sondern in den nächsten Folgen. Von daher sage ich erstmal vielen Dank heute fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.